Für die alltäglichen Dinge brauchen wir ihn, Strom, egal ob im Wohnzimmer oder in der Küche. Ab Herbst kommt dann wieder das Heizen dazu. Generaldirektor der Linz AG Erich Haider bestätigt, die Erdgasspeicher für die nächste Heizperiode sind bis zu 93% voll. Wir haben uns im letzten Jahrzehnt eigene Speicher angeschafft. Wir haben zwei große Speicher, einmal 7-Fields in Straßwerchen oben und einmal bei der Rag in Buchkirchen und zwei Drittel, ein Drittel. Und diese 745 Gigawattstunden Speichermenge reichen für einen Jahr Erdgasverbrauch in der Heizperiode. Die Versorgungslage ist aktuell entspannter als im Jahr zuvor. Erdgas für ein Jahr ist eingelagert. Wäre das aufgebraucht, gibt es Alternativen wie etwa Strom und Fernwärme aus Reststoffen. Wir haben ein Biomassekraftwerk, das zweitgrößte in Österreich. Wir haben 400.000 Kubikmeter Holz liegen, wo wir 4 Monate Wärme erzeugen können. Und dann haben wir noch das Reststoffheizkraftwerk, wo wir aus Müll ebenfalls Wärme und Strom produzieren. Also es gibt eine zweite Ausfallsebene, die ebenfalls für einen Winter ausreicht. Für 2023 stehen mehr als 193.000 Tonnen Reststoffe für die Energieerzeugung zur Verfügung. Auch die Industrie könnte künftig eine wichtige Rolle spielen. Die wirtschaftlich sinnvollste und ideale Lösung wäre für den Großraum Linz die Abwärme aus der Großindustrie, die vorhanden ist, Vöst Chemiestandort, zu nutzen. Wir würden keine neuen Erzeugungsanlagen brauchen. Und wir könnten die Wärme, die jetzt in die Luft, in die Donau, in den Boden geht, eben zum Heizen verwenden. Hier ist es nur ein bisschen schwieriger, als man manchmal glaubt, denn diese Wärmemengen fallen ja nicht kontinuierlich an. Das hängt mit der Produktion von Stahl zusammen. Und da sind wir in Gesprächen mit den Unternehmen, eine Lösung zu finden, die sowohl für die Industrie passt, als auch aus Umweltgründen für uns passte. Mit diesen klimafreundlicheren Alternativen soll Linz noch unabhängiger von Erdgas werden.